So, herzlich willkommen an alle. Heute ist der 15. Dezember, letzte Woche vor Weihnachten. Und weiß nicht, wie es Ihnen geht nach dem dritten Advent. Ich bin schon vollkommen in Weihnachtsstimmung. Heute zumindest die ersten Weihnachtskarten geschrieben und die Präsente rausgeschickt für Kunden zumindest. Und befinde mich schon so langsam in Weihnachtsstimmung, und umso besser. Ja, der Jürgen schreibt schon pünktlich wie die Maurer. Ja, das ist richtig, pünktlich wie die Maurer. Wahrscheinlich bezieht er das auf den Start um 19 Uhr. Natürlich, wir wollen natürlich auch die belohnen, die pünktlich um 19 Uhr anschalten, dass wir diejenigen nicht zu lange warten lassen. Deswegen pünktlich um 19 Uhr starten wir natürlich das Webinar. Und umso mehr freuen wir uns, hinsichtlich dessen, dass nächste Woche Weihnachten ist, dass wieder ja doch die Teilnahme sehr ordentlich ist und alle gewohnten Teilnehmer, soweit ich sehen kann, auch da sind. Heute ja das vorletzte Webinar vor der Jahreswende. Nächste Woche am Montag haben wir nochmal ein Webinar mit der Expertengruppe. Aber heute wieder eine fundamentale Analyse und da darf ich auch schon den Christian Carla begrüßen. Hallo Christian, schön, dass du heute dir Zeit nehmen konntest. Ja, hallo und schönen guten Abend aus Frankfurt. Hier ist Christian Ja, Kahler. sehr gut, Christian. Wir wissen, dein Mikrofon funktioniert, dann ist alles gut. Dann haben wir die erste Hürde schon mal überwunden. Ja, letzte Woche hatten wir ja ein interessantes Thema mit dem Axel Herlinghaus aus der Rohstoffanalyse. Fundamentales Thema, teilweise natürlich auch schon sehr komplex und nicht einfach, das nachzuvollziehen. Aber ich glaube, der ein oder andere, das haben wir zumindest auf den Aufrufzahlen gesehen, hat sich dann doch die Möglichkeit genutzt und ist in YouTube dann reingegangen, hat sich die Analyse, die Aufzeichnung dann nochmal angesehen. Heute dann nochmal ein fundamentales Thema mit einem starken Fokus in den Aktienmarkt. Wer den Christian Carla kennt, bei uns ja schon öfter mal dabei gewesen. Er weiß, dass er ja zum einen der Leiter der technischen Aktienanalyse ist, der DZ-Bank, und zum anderen uns immer wieder einen Überblick gibt, wo stehen wir gerade aktuell, wo sind die großen Zyklen, wie sind wir im Aktienmarkt und in den Märkten bewertet, haben wir eine Überbewertung oder eine Unterbewertung gerade festzustellen. Heute wahrscheinlich einiges an Überbewertung auch wieder wettgemacht, nachdem wir über 2% verloren haben im Aktienmarkt. Momentan haben wir uns wieder hochgekämpft an die 9.400. Vor ein paar Tagen waren wir noch deutlich über 10.000. Also so kann sich's bewegen. Und der Christian wird uns, freue ich mich schon sehr drauf, einen Überblick geben, wo wir uns aktuell befinden und vor allen Dingen, wie das Jahr 2015 aus Sicht der DZ-Bank-Analysten sich vom Aktienmarkt her bewegen wird. Auch einen kurzen Blick auf den amerikanischen Aktienmarkt und den europäischen Aktienmarkt. Also es wird wieder spannend und wir glauben, es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich immer mal wieder die Zeit nimmt und sich auch, obwohl wir ja alle wissen, wir sind Trader, wir wollen traden, wir wollen schneller unterwegs sein. Und die Fundamentalanalyse, die beschäftigt uns sicherlich nicht jeden Tag, aber wir sollten uns immer mal wieder Augen führen und wissen, wo befinden wir uns gerade übergeordnet, befinden wir uns gerade in einer deutlichen Überbewertung im Aktienmarkt vielleicht. Da muss ich einfach vorsichtiger sein, wenn mir die Chartanalyse gerade ein Long-Signal gibt. Heißt nicht, dass ich den Long-Trade nicht machen soll, aber vielleicht ein bisschen vorsichtiger rangehen, weil ich ja übergeordnet auch so sehe, dass wir eher mal überbewertet sind in dem jeweiligen Markt. Also eine fundamentale Analyse aus unserer Sicht immer mal wieder nicht verkehrt. Und die Analysen von Christian Carla, wissen wir ja alle, sind sehr gut. Und es ist eine exklusive Veranstaltung hier heute. So Analysen bekommt nicht jeder. Wir machen das natürlich, also Christian, für Banken, für institutionelle Kunden, aber für Selbstentscheider, für Endkunden eher seltener. Deswegen nutzen wir das wirklich heute und schön, das machen Sie ja auch, dass Sie da heute fleißig dabei sind. Wie immer starten wir natürlich mit den rechtlichen Hinweisen. Es ist auch heute keine Anlageberatung. Wir werden Ihnen hier zu keiner Zeit empfehlen, jetzt long zu gehen, short zu gehen, Empfehlungen zu geben, Produkte zu kaufen. Es ist rein eine Prognose, reine Sicht der DZ-Bank-Analysten, wie aus ihrer Markt die Märkte
bewertet sind. Wie immer während des Vortrags von Christian natürlich die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen. Er wird sich das angucken, wird auf die eine oder andere, wenn es passt, Frage eingehen. Wenn er nicht dazu kommt, am Ende dann, wie immer, die Frage wird dann schriftlich beantwortet. Also hier ist keine Frage, die irgendwie untergeht. Am Ende werden wir sie alle zumindest schriftlich dann beantworten, wenn er jetzt während des Vortrags nicht dazu kommt. Insofern, Christian, würde sagen, hol dir ruhig die Moderatorenrechte, damit du mit deinem Vortrag gleich starten kannst. Sehr gut. Jetzt sehen wir auch die Präsentation. Sehr schön. Ja, schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und herzlich willkommen zum fundamentalen Aktienausblick, wie der Stefano Angioni schon kundgetan hat. Heute also weniger. Ganz kurzen Hinweis, du hast auf dem rechten Feld der Präsentation, der ist schwarz. Wahrscheinlich ist das die Maske von dem Webinar-Tool. Mhm. Kannst du die irgendwo runterschieben oder kleiner machen? Hast du einen zweiten Bildschirm? Dem Fall nicht. Ist es so besser oder noch zu sehen? Jetzt immer noch ein bisschen zu sehen, zumindest der rechte Balken ist schwarz. Ich weiß nicht, inwieweit deine Präsentation in diese Richtung reicht, aber ich glaube, so ist es okay. Probieren wir es mal. Mach das ruhig wieder groß. Ja, muss ich, glaube ich, probieren, genau. Ich glaube, das ist okay so. Ich sage Bescheid, wenn ich irgendeine Folie nicht sehen sollte. Oder alles klar. Okay. Gut, ja, dann meine sehr geehrten Damen und Herren, wie gesagt, heute aus dem Sichtpunkt oder Sichtwinkel eines fundamental denkenden Anlegers, das heißt nicht aus Traders Sicht, sondern eben fundamental orientierter Kapitalmarktausblick, dementsprechend eher so der längerfristige View, auch mit Fokus eben auf Konjunktur, Notenbankpolitik und der Bewertung in den Aktienmärkten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, lassen Sie uns doch direkt einsteigen in meine Präsentation, die da heißt Aktienmärkte 2015, Anlagestrategien und Empfehlungen für ein erfolgreiches Anlagejahr. Wir haben 5 Thesen für 2015 veröffentlicht. Wenn ich sage wir, meine ich das DZ Bank Research, eine der größten Einheiten im Research-Bereich in Deutschland. Und ich werde Ihnen nicht jede dieser Thesen groß vorstellen mit Charts und so weiter, aber ich möchte doch zumindest mal jede einzelne These erwähnen. These Nummer 1 lautet, wir gehen davon aus, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt im kommenden Jahr 1% wachsen wird. Der Arbeitsmarkt bleibt insgesamt stabil. Sie wissen, dass Deutschland von Seiten der Beschäftigung her so gut positioniert ist wie noch nie zuvor. Mit ca. 42 Millionen Erwerbstätigen, also 42 Millionen Menschen in Deutschland, die der Arbeit, einer regelmäßigen Arbeit nachgehen. Dementsprechend gering auch die Arbeitslosenquote. Was momentan eben ein bisschen droht, ist mit Blick auf 1.1.2015 die Einführung des sogenannten Mindestlohns. Dieser Mindestlohn wird dazu führen, dass in speziellen Branchen und auch in speziellen Gebieten Deutschlands, hier hauptsächlich zu nennen der Osten Deutschlands, die Kosten steigen, die Lohnkosten bei den Unternehmen. Und das führt eben auch dazu, dass es wahrscheinlich temporär mal ansteigende Arbeitslosigkeit geben wird. Insgesamt sagen wir aber eben auch, dass der Arbeitsmarkt insgesamt stabil bleiben sollte. In diesem Zusammenhang, Mindestlohn, Rente mit 63 etc., sprechen die Volkswirte übrigens von dem Andrea-Nahles-Knick, weil eben die Frau Nahles, die das hier maßgeblich seitens der Bundesregierung betrieben hat, letztendlich dafür sorgen wird, dass die Wirtschaft ein wenig einknickt. Sie sehen aber hier, so ganz schlimm wird es nicht werden. 1% BIP-Wachstum, das ist für Deutschland nicht besonders viel, aber wir Deutschen können uns ja auch eben nicht dem negativen, dem belastenden internationalen Umfeld entziehen. Gerade die DAX-Unternehmen, die ca. 70% der Umsätze im Export erzielen, leiden hier besonders. Das große Thema Deflation, Sie wissen, jedes Mal geht es um die Themen Deflation, Inflation. Deflation, also sinkende Preise, das ist aus unserer Sicht in Deutschland für 2015 kein Thema. Sie haben es gehört, Mindestlohn wird eingeführt, das spricht eben eher dafür, dass die Preise etwas steigen werden. Deflation, also fallende Preise, steigende Kaufkraft, das ist ein Phänomen, was man momentan sieht in Ländern der südlichen europäischen Peripherie.
hier zu nennen, Spanien unter den größeren Staaten oder auch Griechenland unter den kleineren. Aber bitte hier merken, in Deutschland ist Deflation momentan kein Thema. Ganz klar unsere These Nummer 3, auch hier ähnlich wie übrige Marktbeobachter sind wir der Meinung, und ich glaube, da lässt auch die Argumentation oder die Diskussion, die die EZB führt, kein Anlass zu Zweifel offen. Die EZB wird im kommenden Jahr in den Staatsanleihenkauf einsteigen und das wird nochmal zur Folge haben, dass durch diese zusätzliche Nachfrage, die eben durch diesen neuen großen Spieler auf den Markt kommt, dazu führen wird, dass auch die Renditen bei den 10-jährigen Bundesanleihen und damit auch die Renditen am Geldmarkt etc. auf ein Allzeittief fallen werden, was wir so in der Größenordnung bei 0,5% sehen, wenn ich es eben festmache an der Verzinsung bei 10-jährigen Bundesanleihen. Dementsprechend bleibt der Euro schwach. Wir sehen, dass in Amerika mehr Geld am Bondmarkt, mehr Geld am Anleihenmarkt verdient werden kann. Die Rendite dort ist per Saldo auch sehr gering, aber sie ist dann doch deutlich höher als hier bei uns in Deutschland und dementsprechend gehen wir auch davon aus, dass weiterhin Geld weg aus dem Euroraum rein in die Vereinigten Staaten fließen wird, dementsprechend stark der US-Dollar oder schwach der Euro. Ölpreis, ganz wichtiges Thema, letztendlich Thema der Stunde, sind wir der Meinung, dass eben hier momentan die Märkte nach unten übertreiben. Es sind aus unserer Sicht keine Anzeichen zu erkennen, dass der Ölpreis gefallen ist, weil eben eine globale Rezession führt. Wir denken, dass es hier wieder nach oben gehen wird. These Nummer 5, Aktienmärkte, da möchte ich Ihnen nicht zu viel verraten. Da möchten wir gleich noch im Folgenden einen Ausblick geben. Steigen wir nochmal ganz schnell in ein paar volkswirtschaftliche Eckdaten. Sie sehen hier an dieser Grafik abgetragen das Welthandelsvolumen. Und Sie sehen hier an dieser Hand, anhand dieser orangenen Linie, dass das Welthandelsvolumen seit 2012, zwischen 2012 und heute, nur noch mit 2,4% wächst pro Jahr. Und wenn Sie das mal vergleichen mit der Grafik weiter links, da sehen Sie, ich nehme mal hier einen Moment den Textmarker dazu, mit dieser Linie, dort sehen Sie, dass zwischen 1992 und 2007 das Welthandelsvolumen mit 7% gewachsen ist. Und ich denke, da wird eben schon klar, dass heute dieses Wachstum, was ich beim Welthandel sehe, deutlich niedriger ist. Woran liegt das? Das liegt letztendlich daran, einen Moment, ich bin gerade mit dem Textmarker noch beschäftigt. So, gehen wir auf die nächste Seite. Das liegt daran, und ich blende gleich mal alle drei Linien auf einmal ein, dass natürlich in den vergangenen circa 20, 25 Jahre per Saldo sowohl die Banken als auch die öffentlichen Haushalte, also die Staaten und auch die privaten Haushalte ihre Verschuldung ausgebaut haben. Sehen Sie hier sehr schön anhand dieser drei Linien. Orange, das sind die Bankenaktiva, also die letztendlich die, ja, das Geld, was die Banken vorhalten in Form von Schulden. Dann gibt es die öffentliche Verschuldung und das ist die blaue Linie und die rote Linie gibt die Verschuldung privater Haushalte an. Sie sehen hier, bis 2007 wurde eben bei den Banken und bei Haushalten die Verschuldung ausgebaut und Sie sehen, jetzt wird es hier wiederum abgebaut und das führt letztendlich dazu, dass dieses Deleveraging, wie man neudeutsch sagt, also diesen Schuldenquotienten herunterfahren, das sorgt eben auf konjunktureller Seite dafür, dass die Nachfrage relativ schleppend verläuft und dementsprechend auch das Welthandelsvolumen kaum ansteigt. Sie sehen lediglich, dass die Staaten momentan, hier markiert anhand der blauen Linie, über ihre Verhältnisse leben letztendlich, die Staatsverschuldung hochfahren und das ist so das Einzige, was momentan die Märkte antreibt. Dementsprechend muss man eben auch sagen, wenn man auf die Kapazitätsauslastung schaut, das heißt, wie stark sind die Betriebe, wie stark sind die Industriebetriebe ausgelastet, so wird man feststellen, dass sie aktuell unterdurchschnittlich ausgelastet sind. Sie sehen hier, normalerweise hat ein Unternehmen zu 79% Beschäftigung für den eigenen Betrieb und Sie sehen, wir liegen momentan am aktuellen Rand etwas darunter, hier zu sehen anhand diesen roten Laserpointers, dass wir dort ein bisschen niedriger unterwegs sind. Zum Rohstoff nochmal ganz kurz. Wir gehen davon aus, dass der Preisverfall beim Rohöl, der ungefähr
ja, 45-50% ausmacht. Seit Juni, je nachdem welche Sorte man sich anschaut, WTI oder Brent, dass das letztendlich übertrieben ist, dass momentan kein Anzeichen dafür gibt, dass die Konjunktur, wie es der Rohölpreis zum Teil ausdrückt, in eine globale Rezession steuert. Vielmehr glauben wir, hier sind einige Faktoren zusammengekommen. Speziell dieses Fracking-Thema in Amerika hilft ja sicherlich. Und ja, momentan ist es eben so, dass der Markt hier ziemlich stark kollabiert ist. Wir gehen aber davon aus, dass Rohöl, und das sehen Sie an dieser orangenen Punkte, dass hier das Kurspotenzial oder das Anstiegspotenzial oder als Verbraucher, ja, die Gefährdung letztendlich, weil man will ja auch tanken, dass es alles noch ein bisschen hochgehen kann. Ich denke, Sie haben da letzte Woche auch einige Sachen zugehört, sodass ich das hier recht kurz halten möchte. Rechts sehen Sie nochmal die Prognosen für die Industriemetalle und für die Edelmetalle. Sie sehen, per Saldo sind wir, ich sag mal, eher so gemischt unterwegs. Kupfer, Aluminium, Zink eher neutral. Silber hingegen Kurserholung erwartet. Gold aus unserer Sicht momentan noch zu teuer, weil es einfach nicht das Umfeld ist für Goldinvestments oder Nachfragen. Ja, so viel kurz zur Einleitung. Kommen wir dann nun zu den Aktienmärkten. Und Sie sehen hier mal, wenn Sie eben vergleichen, die Kursentwicklung der Indizes seit Jahresbeginn, dass wir gesehen haben 2014, dass die Aktienmärkte recht gut gelaufen sind. Die Aktienmärkte sind hier mit orangenem Balken markiert. Sie sehen aber auch gleichzeitig, dass ich eigentlich im Anleihensegment, das sind die blauen Balken, auch ganz gut verdienen konnte und zudem auch noch eine geringere Volatilität hatte. Sie sehen hier, Bundesanleihen haben eben durch den Zinsverfall nochmal zugelegt über die Kurskomponente, 12% gestiegen und auch Unternehmensanleihen oder Emerging Market Bonds, die Sie hier sehen, sind recht gut gelaufen. Rohstoffe eher auf der Minusseite, Gold 1% plus an sich, der breite Rohstoffmarkt hier Gold oder Gelb markiert im Rückwärtsgang 2014. Auffällig ist, wenn Sie diese Grafik übertragen und nur auf die Kursentwicklung schauen seit dem diesjährigen Oktobertief 2014, so fällt eben auf, dass von den Märkten, die besonders gut abgeschnitten waren, viele Märkte letztendlich anscheinend so stark gestiegen sind, weil die Notenbanken bzw. die Politik in denjenigen Ländern positive Impulse gegeben hat in Form von Liquidität. Sie sehen hier, dass das in Japan bereits der Fall war. Der Topix sehr, sehr gut gelaufen, seit Mitte Oktober knapp 18%, DAX 13%. Hier gab es keinen effektiven Liquiditätszufluss wie in Japan, aber eben doch das Versprechen der Notenbank, der EZB, dass hier etwas kommen wird und auch das Versprechen letztendlich der Europäischen Kommission in Form von Herrn Juncker, dass man eben hier in Form von Investitionsprogrammen etc. auch einen Zufluss generieren wird. Dementsprechend, das sehen Sie hier sehr schön, DAX, Eurostoxx 50 haben davon stark profitiert und auch andere Länder, wo es eben Impulse gab, wie zum Beispiel Italien, auch über die EZB-Sparte letztendlich auch sehr, sehr gut gelaufen. Und Sie sehen, die anderen Märkte, wo wir eben keinen direkten Impuls gesehen haben, sind per Saldo eigentlich nicht ganz so gut gelaufen. Viele von Ihnen notieren auch im Minus. Das heißt, wie so oft stellt sich hier die Frage, ist der Aufschwung, den wir die letzten 4 Wochen gesehen haben, wenn man heute den Tag mal ausklammert, den Notenbanken geschuldet? Und wir neigen dazu eben ganz klar zu sagen, ja, weil die fundamentale Entwicklung ist nicht so gut, als dass sie eben so einen hohen Indexstand an den Aktienmärkten rechtfertigen würde. Bevor ich dazu komme, nochmal ein Wort zur Bewertung der Assetklassen im Vergleich. Sie kennen diese Grafik vielleicht aus den vorherigen Seminaren. Hier sehen Sie die Anleihen- und Dividendenrenditen sowie deren Durchschnitte seit dem Jahr 2003 markiert. Und um mal ein Beispiel herauszugreifen, ganz unten die Linie, die dunkelblaue Linie beschreibt die Rendite der 5-jährigen Bunds, also Anleihen deutscher Provenance, die 5 Jahre Laufzeit haben. Und dort sehen Sie ganz gut, wir sind dabei null letztendlich. Und Sie sehen auch, dass es eben im Vergleich zum historischen Durchschnitt, hier blau anhand dieser Linie zu erkennen, deutlich weniger als im Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre. Und wenn Sie sich alle Anlagekategorien, die hier eingezeichnet sind, anschauen, so werden Sie sehen, dass am aktuellen Rand alle Renditen unter dem jeweiligen 10-Jahres-Durchschnitt liegen. Das heißt, Sie bekommen für alle Assetmärkten weniger Geld, in allen Assetmärkten weniger Geld als im Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre.
Auf Deutsch heißt das letztendlich, dass sich der Anlagenotstand, das Anlage- oder Anlegerdilemma noch verschärft hat. Wenn ich heute schaue, was möchte ich jetzt kaufen mit Blick auf die nächsten 12 Monate, habe ich letztendlich als Anleger noch weniger Auswahl, als ich es vorher schon hatte. Und auch vorher war es nicht besonders viel Auswahl. Ja, bevor ich weitermache, schaue ich mal ganz kurz in das Chatfenster, was leider hier an die Seite gerutscht ist. Es geht gleich weiter. Ja, ich komme jetzt leider nicht dran. Gut, dann machen wir weiter mit der nächsten Grafik. Sie kennen meine Vorbehalte, wenn Sie regelmäßiger Zuhörer sind, meiner Webinare zu diesem Thema Notenbanken. Ein Notenbanker sagt immer, diese Geldmenge wird nicht dazu führen, dass die Inflation stark steigen wird, weil das Geld letztendlich im Geschäftsbanken- oder im Bankenkreislauf bleiben wird. Aber es ist eben ganz klar, dass es sogenannte Multiplikatoreneffekte gibt. Das heißt, das Geld fließt relativ stark in zum Beispiel den Kunstmarkt, in Aktienmärkte, vor allen Dingen in Immobilienmärkte. Und wenn man das eben zusammenaddiert, dann kommt man doch eben auf relativ große Summen. Sie erinnern sich vielleicht an dieses Beispiel, Stichwort Oldtimer, Stichwort, was mache ich mit dem Geld, wenn ich zu viel habe als Milliardär? Dieses Beispiel zeigt das nochmal ganz schön. Das ist ein Ferrari 250 GTO aus dem Jahr 1963 und das ist nicht irgendein Ferrari, den Sie hier sehen, sondern es ist ein Ferrari, von dem es zwar sehr viele gibt, aber von dieser getunten Version GTO gibt es nur 39 Stück und in diesem Ferrari hat auch Enzo Ferrari mal selbst gesessen, ein Jahr gehört ihm das Auto und dieses Auto ist 2013 verkauft worden für 52 Millionen Dollar. Und man kann sich darüber streiten, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Ich denke, Sie werden wahrscheinlich meine Meinung teilen, dass es sehr, sehr viel Geld ist für ein Auto. Und die schlechte Nachricht ist, hier sind auch keine Benzingutscheine dabei. Und die Inspektion und den Wechsel auf Winterräder oder Ähnliches müssen Sie auch selbst zahlen. Also Sie sehen hier ganz, ganz gut, dass das so Effekte sind. Da gibt es Dutzende von Beispielen. Gerade im Kunstmarkt gibt es ein unglaublich spekulatives Element, die schon irgendwo zeigen, dass die Geldpolitik der Notenbank irgendwo hinführt, letztendlich zu spekulativen Exzessen führen kann. Und Sie sehen auch hier, wenn man das eben zusammenaddiert, diese Auto-Auktionserlöse für Oldtimer, auf Englisch Classic Cars, zum Beispiel hier in Kalifornien, da sehen Sie, da kommen schon ganz große Summen zusammen. Im Geschäftsjahr 2013 wurden dort für 530 Millionen Dollar Autos versteigert und für dieses Jahr stehen schon wieder ungefähr 700 Millionen Euro, Entschuldigung, Dollar zu Buche. Entschuldigung. Sicherlich ist es so, wenn Sie auf andere Märkte schauen, wie zum Beispiel amerikanische Biotech-Werte, gemessen am Nasdaq Biotech Index, dass dort auch ein gewisses spekulatives Element zu vermuten ist. Sie sehen hier, dass der Index sich sehr stark hochbewegt hat die letzten Jahre, ja von 10.000 Punkten auf 45.000 ungefähr vier- bis verfünffacht hat. Sie sehen aber auch gleichzeitig, dass dieser Markt eben nicht so vergleichbar ist mit anderen Märkten, sondern sich eben auch eine relativ lange Zeit seitwärts bewegt hat. Und wenn man eben schaut, dass viele dieser Werte auch Potenzial haben, zum sogenannten Blockbuster zu werden, also zum Beispiel Hepatitis C oder ähnliche Sachen, Impfstoffe auf den Markt zu bringen, die auch wirklich dann durchgreifen, da muss man eben sagen, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch, das ist sicherlich keine extreme Blase, wie wir es damals hatten am neuen Markt oder an der Nasdaq im Jahr 2000, aber es ist sicherlich eine recht übertriebene Entwicklung. Und auch hier nochmal ein Beispiel. Sie wissen, in Amerika gab es ja die Häuserblase letztendlich, die dazu geführt hat, dass eben die Welt 2008, 2009 eine globale Rezession gerutscht ist. Und viele Kunden fragen jetzt, gibt es das nicht auch wieder in Kanada, wo die Immobilienpreise ebenfalls sehr, sehr hoch, sehr, sehr stark angestiegen sind? Und das sehen Sie hier nochmal anhand dieser Grafik für die Hauptregion in Kanada und tatsächlich haben sich hier die Preise auch vervielfacht. Da muss man aber eben ganz klar sagen, Kanada ist nicht zu vergleichen mit Amerika. In Amerika hat letztendlich jeder, der auch keinen festen Wohnsitz hat oder ähnliches, da gibt es ja mal diese Geschichten, dem wird dann immer gut geschrieben, er hat vielleicht eine Immobilie bekommen. Ganz so krass war es sicherlich nicht, aber hier in Kanada muss man eben ganz klar sagen, Kanada ist sehr, sehr stark geprägt durch Zuwanderung, speziell aus Asien, wo ganze Familien einwandern und die letztendlich dann auch dazu rüberkommen zu studieren und zum Arbeiten. Und das sind alles Einkommen, die diese Einwanderer auch mitbringen. Und deswegen glauben wir,
dass so eine Entwicklung getrieben die letzten Jahre, speziell dann eben in, durch den Aufschwung in den Metropolen, dass das dann doch eher gerechtfertigt ist als das, was man in Amerika gesehen hat einige Jahre zuvor. Also hier unser Fazit: ist sicherlich überhitzt, aber vielleicht auch deutlich überhitzt, aber sicherlich nicht vermutlich maßlos übertrieben wie früher. Ja, kommen wir zum amerikanischen Aktienmarkt, und da ist eigentlich auch so der große Bauchschmerz, sage ich mal, den wir momentan sehen. Sie sehen hier eine Bewertungsgrafik für den amerikanischen Aktienmarkt, für den S&P 500, das sogenannte Schiller-KGV vom Professor Schiller, der auch im vergangenen Jahr den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat für diese Art von Ausarbeitung. Und Schiller sagt ganz klar, lieber Anleger, vertraue keinem Analysten, wenn der eine Schätzung abgibt für die Gewinne eines Unternehmens im nächsten Jahr oder in den nächsten 3 Jahren, ist es unsicher, weil der Analyst das vielleicht zwar sich lange mit beschäftigt, aber er kennt eben die Zukunft auch nicht, sondern von daher sagt Schiller eben, es ist besser, wenn du als Anleger schaust auf das, was die Unternehmen in den letzten 10 Jahren verdient haben. Und wenn man da eben den Durchschnitt nimmt, kann man das ganz gut vergleichen mit dem, was wird heute verdient und was ist das in Relation zu den letzten 10 Jahren. Deswegen rechnet er das Kurs-Gewinn-Verhältnis basierend auf dem aktuellen Kurs in Relation zum durchschnittlichen Gewinn der vergangenen 10 Jahre, und er zieht auch noch die Inflation ab. Was sehen Sie hier an diesem Schiller-KGV? Erstmal, dass es eine unglaublich exzellente Datenhistorie gibt. Ich weiß, Sie als Trader oder ich sag mal auch als kurzfristig orientierte Anleger, ohne das in irgendeiner Form negativ zu meinen, schaut natürlich auf relativ kurzfristige Charts, aber wenn man eben die Gegenwart einschätzen will, muss man auch mal in die Vergangenheit schauen, und das kann man ganz gut machen mit der Hand dieser Daten. Sie sehen, die gehen zurück bis 1881, also sehr, sehr weit zurück, und Schiller hat hier jetzt endlich Jahre gesammelt mit Studenten, und Sie sehen hier diese Bewertungslinie. Und was fällt auf? Es fällt auf, dass wir am aktuellen Rand, also hier ganz rechts zu sehen, bei einem KGV von 26 sind. Und Sie sehen gleichzeitig, dass es mehr als oder ungefähr gleich viel wie im Jahr 2007, bevor die Märkte zusammengebrochen sind. Es ist mehr als 1966, das war ebenfalls ein sehr, sehr großer, sehr, sehr agiler Bullenmarkt. Es ist mehr als 1901, auch ein Bullenmarkt. Es ist allerdings noch nicht ganz so hoch vom Bewertungsniveau wie in den Jahren 1929 beziehungsweise im Jahr 2000. Sie sehen hier nochmal die Linie eingeblendet, um eine Relation herzustellen zwischen dem aktuellen Niveau und früheren Niveaus. Das heißt mit anderen Worten, der amerikanische Aktienmarkt ist auf Basis dieses Schiller-KGVs aktuell 66% überbewertet, hat dementsprechend eine gewisse Fallhöhe. Das heißt jetzt, Entschuldigung, nicht, dass der Aktienmarkt morgen in einer Woche oder einem halben Jahr oder in 2 Jahren korrigieren muss. Sie sehen aber gleichzeitig, es ist kein Timing-Indikator in diesem Sinne, Sie sehen aber gleichzeitig, dass dieses Niveau, wenn es mal erreicht wurde, meistens nie für ganz lange Zeit gehalten werden konnte, sondern dass es dann relativ schnell bergab ging. Und das ist eben auch die Gefahr, die man hier für Amerika ganz klar sehen muss. Viele dieser Kursausschwungsphasen waren verbunden mit Blasen, mit neuen Paradigmen. Im Jahr 1929 war es der technologische Fortschritt letztendlich, Telefonautos etc. Im Jahr 2000 war es die Internetblase, wo man gesagt hat, das wird alles verändern. Heute sagen viele, heute ist es anders, weil man nichts sieht. Aber aus meiner Sicht könnte es eben sein, dass eben dauerhaft niedrige Zinsen das neue Paradigma ist, wo viele eben sagen, das wird immer so bleiben, dass die Zinsen so niedrig sind und die Zinsen werden nicht ansteigen. Also dafür vielleicht genau nochmal das Ganze vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf halten. Wenn man eben den längerfristigen View hat, dann fällt das eben schon auf und es ist relativ negativ. Es gibt auch andere Bewertungs... Ja, Entschuldigung? Ganz kurz eine Frage von Matt, ob du sagen kannst, oder würde gerade reinpassen, sagen, wie der Schiller-KGV ungefähr berechnet wird, was für Daten reinkommen? Ja, also Schiller nimmt die Unternehmensgewinne, in dem Fall für den S&P, für die letzten 10 Jahre, also in dem Fall von 2005 bis 2014, addiert die alle und teilt die dann wieder durch 10, das heißt, hat dann den Durchschnitt für die Gewinne der letzten 10 Jahre, zieht dann aber vorher noch jeweils die Inflationsraten ab, also Inflations- und Zyklen adjustiert,
und dividiert das dann durch das aktuelle Kursniveau. So. Okay, danke. Genau, also Schiller ist jetzt nicht der Einzige, der sagt, der amerikanische Aktienmarkt ist hochbewertet, ist überbewertet. Sie können sich auch andere Kennzahlen anschauen. Das haben wir mal gemacht im Folgenden. Hier zum Beispiel zwei Kennzahlen, ganz einfach eine Relation zwischen Aktienmarkt und Bruttoinlandsprodukt in Amerika hergestellt, beziehungsweise Aktienmarkt Amerika zum US-Staatsanleihenmarkt. Und Sie sehen hier, wenn Sie einfach nehmen, die Marktkapitalisierung der amerikanischen Aktien und die in Relation setzen zum Bruttoinlandsprodukt, hier dargestellt anhand dieses Pfeils, sehen Sie das aktuell in Relation von 129%. Das heißt, die Aktien sind ungefähr 30% mehr wert als das Bruttoinlandsprodukt Amerikas. Und Sie sehen, historisch war es aber so, dass es immer nur 82% waren. Demzufolge müsste man jetzt sagen, wenn der Aktienmarkt in Amerika wieder 36% fallen würde, dann wären wir wieder auf diesem Durchschnittsniveau. Das heißt, Sie sehen hier ganz schön, dass auch hier der amerikanische Aktienmarkt sehr hoch oder überbewertet ist. Anders sieht es aus bei der Risikoprämie. Die Risikoprämie misst, wie viel mehr Gewinn, wie viel mehr Rendite ich zu erzielen habe, wenn ich mehr Risiko übernehme. Dazu nimmt man dann den Vergleich zwischen S&P 500 und Bondrendite, also der Anleihenrendite für 10-jährige Staatsanleihen in Amerika. Gewinnrendite ist so eine Art Kehrwert letztendlich vom KGV. Also wenn das KGV 20 ist, dann ist der Kehrwert 5%. Und das wäre dann die Gewinnrendite beim S&P. Und wenn Sie da die Bondrendite abziehen, kommen Sie eben auf diese sogenannte Risikoprämie. Da sehen Sie, Aktien werden hier noch 40% unterbewertet gegenüber Staatsanleihen. Kein Wunder bei dem Zinsniveau, dass so ein Resultat herauskommt. Dann noch ein paar andere Indikatoren. Kurs-Gewinn-Verhältnis, wenn ich die Gewinne auf Jahressicht schätze, Kurs-Gewinn-Verhältnis langfristig, das war die Schiller-KGV, Kurs-Cashflow, Dividendenrendite, Kurs-Buchwert, wir können das alles schnell durchgehen. Wichtig ist, Sie sehen eigentlich immer am rechten Rand, dass alles rot ist, alles mit Minus versehen ist. Das heißt letztendlich, dass auf Basis dieser hier genannten Indikatoren der amerikanische Aktienmarkt jeweils teuer ist, ist sehr teuer, und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir für das Jahr 2015 nicht so optimistisch sind wie für die Vorjahre, was die Aktienmärkte anbelangt. Hier gibt es einfach eine gewisse Fallhöhe beim amerikanischen Aktienmarkt, auch wenn es noch eine Zeit lang gut laufen kann, aber das sollten Anleger eben auch im Hinterkopf bewahren, und das ist eigentlich auch einer der Hauptgründe, warum wir für den DAX aktuell nur ein Kursziel haben für 9.500 Punkten zum Jahresende 2015, weil wir eben Sorge davon haben, dass diese hohe Bewertung der amerikanischen Aktien eine Art Damoklesschwert auch für Europa bzw. für Deutschland sein kann. Jetzt kommt eine Grafik, die, glaube ich, vielen von Ihnen gefallen wird. Ich weiß ja, dass Trader sehr, sehr stark eben auf Zahlen schauen, auf Zyklen, auf Statistiken. Und Sie sehen hier abgetragen die Kursentwicklung des S&P 500, besser gesagt die Jahresperformance-Zahlen des S&P 500, ich hoffe, Sie können es alle sehen. Und da sieht man einfach mal, wie oft hintereinander der S&P es in der Spitze geschafft hat, immer im Plus abzuschließen. Und Sie sehen hier zum Beispiel, wenn ich mal einen Wert rausnehme, 2009 hat der S&P im Plus abgeschlossen per Jahresaldo, 2010 dann nochmal, 2011 nochmal, 2012 nochmal. Und wenn Sie dann unten schauen, würde das dann 2012 hat der S&P viermal hintereinander ein Plus erzielt für die einzelnen Jahre. Und Sie sehen, das war gar nicht mal so oft der Fall. Das war ungefähr 8-9 Mal der Fall in den letzten 140 Jahren ungefähr. Und Sie sehen, 2013 hat der S&P da nochmal zugelegt. Dieses Jahr, falls jetzt hier wirklich kein Mega-Crash mehr passiert, dieses Jahr, was wir nicht erwarten, wird er nochmal zulegen. Das heißt mit anderen Worten, seit 2009 hat der S&P sechsmal in Folge an Werte gewonnen, an Kurskraft letztendlich, Kursniveau zugelegt. Und Sie sehen, 2014 reiht sich damit ein in das Jahr 1902. Mit anderen Worten, nur zweimal in der langen Börsengeschichte in Amerika war es der Fall, dass sechs Jahre hintereinander der Aktienmarkt angestiegen ist. Und Sie sehen, wenn Sie jetzt schauen auf 2015, ist natürlich noch nichts eingetragen, aber wenn es der S&P schaffen würde, 2015 nochmal einen Kursplus zu erzielen und sei es nur 1%, wäre das ein absolutes, letztendlich einmaliges Ereignis.
Das hat es vorher noch nicht gegeben, dass der Index 7-mal hintereinander ansteigt. Sie haben es aber schon, denke ich mal, ja, zwischen den Zeilen lesen können, beziehungsweise auch aus unseren Bewertungsgrafiken sehen können. Wir sind für Amerika eher negativ, auch wenn wir noch ein leicht positives Kursziel sehen, aber eben diese Gefahr einer Korrektur in den nächsten 12 bis 18 Monaten, das droht eben. Und wir glauben eigentlich nicht, dass sich das Jahr 2015 heute in einem Jahr hier stehen wird, sondern dass der S&P mehr oder weniger seitwärts gelaufen wird 2015 oder fallen wird. So, dann machen wir weiter mit der nächsten Grafik. Ich will Sie jetzt nicht hier völlig verschrecken, aber es gibt auch in Amerika neben der hohen Bewertung noch ein paar weitere Risikofaktoren, die man auch hier durchaus nennen sollte. Es gibt auch noch ein paar positive Sachen, die ich dann auch nochmal erwähnen werde, aber man sollte auch hier die negativen Sachen nicht verschweigen. Sie alle wissen, dass der Rohölpreis, sagen wir, durchaus kollabiert ist, die letzten 6 Monate sich fast halbiert hat. Und ganz wichtig ist eben, dass viel Geld der letztendlich durch die Notenbanken getriggerten Liquiditätsumflüsse in spekulative Anleihen gelaufen ist in Amerika. Das sind eben diese sogenannten High-Yield-Anleihen, das heißt die hochrendietigen Anleihen. Und Sie wissen mal, wo ich eine hohe Rendite irgendwo bekomme, ist meistens auch irgendwas faul, ist auch ein hohes Risiko dahinter. In Deutschland sagt man eben auch zu diesen High Yields letztendlich ja Schrottanleihen, oder in den 80er Jahren in Amerika hat man sie auch Schrottanleihen genannt. Und Sie sehen, wenn Sie sich mal so einen Korb anschauen, hier von Spider, von Barclays oder von iShares, das sind quasi diese Flaggschifffonds im High Yield, im hochverzinslichen Bereich. Und wenn Sie das mal, ja, ich sag mal, aufdröseln nach den einzelnen Anlegekategorien, wo kommen eigentlich die Schulden her innerhalb dieser ETFs in dem Fall, und da sehen Sie eben 12% der Gesamtschuld, die in diesem Barclays High Yield Index verbrieft wird, kommt eben aus dem Öl- und Gasbereich, und bei dem anderen iShares iBox Index, den ich hier dazu genommen habe, sind es 9% bei Öl- und Gaswerten. Und Sie sehen aber noch, wenn Sie noch andere, ja, ich sag mal, artverwandte Öl- und Gassegmente dazu nehmen, wie eben Pipeline-Betreiber, kommen Sie nochmal eher auf 4-5%. Ist hier gerundet, deswegen ist es nicht ganz gleich. Und wenn Sie das zusammenaddieren, dann muss man eben sagen, wenn ich so einen Index habe, habe ich eben verbrieftes Risiko, dass ich in der Größenordnung 16, 17, 18% auch in diesem Bereich investiert bin, wo ich eigentlich gar nicht sein möchte, nämlich in diesem Bereich der hochverzinslichen Anleihen, die auch ein gewisses Risiko haben. Ich schaue noch mal ganz kurz auf die Fragen, dann geht es sofort weiter. Da ist es relativ ruhig, dann machen wir weiter doch mit der nächsten Grafik. Was auch gegen die Aktienmärkte spricht, ist eben der Boom am M&A-Markt. Der M&A-Markt, das ist Mergers and Acquisitions, das heißt der Markt für Übernahmen und Fusionen. Und Sie sehen hier auch hier so eine Art Kontraindikator. Sie sehen hier, wenn Sie sich anschauen, das weltweite Volumen an M&A-Transaktionen, an Fusionen und Übernahmen. So ist es die letzten Jahre stark gestiegen, von 2009 bis heute. Und Sie sehen hier das ja, hell orange markierte Jahr, das aktuelle Jahr, dürfte es eines der besten Jahre werden, wenn Sie sich eben anschauen, wie hoch das M&A-Transaktionsvolumen war weltweit. Und auch die Anzahl der Deals, also der Übernahmen, der Fusionen, links abgetragen in 1000, liegt ungefähr bei 34.000. Das ist ein hoher Wert. Problem bei solchen Sachen ist immer, es gibt so eine Art Interessenskonflikt. Wenn die Börse hoch ist, wenn die Börse hoch steht, wollen eben viele Unternehmen ja andere übernehmen, weil sie eben mit ihrer eigenen Bewertung glänzen können. Und es ist eben auch so, dass viele IPOs erfolgen, also neue Emissionen. Sie sehen, 1999, im Jahr 2000 waren es Unternehmen wie Amazon oder eBay, die es heute noch erfolgreich gibt, die in die Börse gegangen sind. 2007 war es ein Unternehmen wie Visa Card, was in die Börse gegangen ist. Und das beste IPO letztendlich war Blackstone. Die war nicht so toll, weil der Kurs so stark gestiegen ist, sondern Blackstone, diese Private Equity Beteiligungsgesellschaft, hat es tatsächlich geschafft, eine Woche vor dem Marktcrash im Jahr 2007, nämlich Ende Juni 2007, noch an die Börse zu gehen. Und Sie sehen immer, die Spielchen wiederholt sich. Im aktuellen Zyklus waren es halt Facebook oder Alibaba.com, die an die Börse gehen. Das ist ganz toll letztendlich für die Unternehmen, die dort einen riesen
Emissionserlös erzielen, aber ich als Anleger, als Langfristanleger, habe dann natürlich unter Umständen vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Unternehmen leichten Bauchschmerz, weil ich möchte natürlich als Anleger relativ wenig für ein schnell wachsendes Unternehmen zahlen, relativ geringes KGV zahlen. Die Unternehmen möchten aber natürlich zu einer hohen Bewertung an die Börse gehen. Das wiederholt sich immer, das ist so eine Art Schweinezyklus und das droht natürlich auch. Von daher hier die Frage, frei nach Zalando, ist es ein Schrei vor Glück-Szenario oder letztendlich, oben mal dargestellt, ist es der Startschuss für die finale Übertreibung in den Aktienmärkten, weil wenn Sie nämlich dieses M&A-Volumen herausnehmen, nur die Börsengänge da lassen und dazu den S&P 500 nehmen, da sehen Sie eben immer, wenn die letzten, ich sag mal, ja, Leuchtturmprojekte an die Börse gingen, dann war es dann eben auch so, dass danach eben die Aktienkurse relativ stark gefallen sind. Wie auch hier gesagt, muss nicht passieren, kann aber passieren, auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Vielleicht kannst du aber ganz kurz, Christian, nochmal eine Frage auch vom Matt, nochmal diese Analogie herstellen. Also jetzt absolute Hype im M&A-Sektor, was hat das so für die Entwicklung im Aktienmarktsektor zu tun? Also wo ist da der Zusammenhang aus deiner Sicht? Was willst du damit ausdrücken? Genau, die Unternehmen, die an die Börse gehen wollen und auch die Banken letztendlich, die Unternehmen begleiten, die warten natürlich mal relativ lange. Also kein Unternehmen käme auf die Idee, in so einer Phase wie 2009 zu versuchen, an den Markt zu gehen, also gelistet zu werden als Unternehmen, weil dort erstmal dieses Sentiment unglaublich eingetrübt war und vor allen Dingen, weil eben auch die Bewertung bei den Aktien äußerst niedrig war. DAX stand aber 3.688 Punkte im Tief. 3.588, Entschuldigung. Da sieht man schon ganz klar, dass die Unternehmen da kein Interesse haben, an den Markt zu gehen, gelistet zu werden, sondern dass sie das eben machen, wenn die Marktstimmung mehrere Jahre lang recht gut war, wenn die Kurse stark gestiegen sind. Und deswegen ist es so eine Art, sage ich mal, Frühindikator auch für die Aktienmärkte. Das heißt, wenn die Aktienmärkte hochstehen, wenn die Börsen gut gelaufen sind, dann kommen die Unternehmen, wollen an die Börse gehen. In der Vergangenheit war das eben ja, schon eine Art Kontraindikator. Zu den Aktienmärkten vielleicht nochmal selbst. Wie gesagt, ich habe jetzt relativ stark, ja, eingeschlagen, fast schon auf dieses Thema amerikanischer Aktienmarkt. Sie sehen aber hier, wenn Sie sich die anderen Märkte anschauen und normal auf das Kursgewinnverhältnis schauen, dass die Märkte an sich weltweit nicht per se jetzt alle teuer sind, so wie ich es vielleicht am Anfang ein bisschen dargestellt habe, sondern ich sag mal, eher so fair bewertet sind bis leicht überbewertet. Sie sehen hier der DAX, aktuellen KGV von 12 Punkten, Mittelwert über die letzten 10 Jahre waren auch ungefähr 12 Punkte, das heißt, er ist ungefähr fair bewertet. MDAX ein bisschen teurer als im 10-Jahres-Durchschnitt, aber nicht der Redewert. Stoxx 600, Eurostoxx 50, die Märkte sind ein bisschen teurer als im Mittelwert der letzten 10 Jahre, S&P teurer und so geht das dann rein durch letztendlich. Ich komme eigentlich zu dem Ergebnis, Europa ist rein visuell ein bisschen teurer vielleicht als der Durchschnitt. Ich könnte aber auch sagen, die Gewinne bei den europäischen Unternehmen laufen ein bisschen hinterher, weil es in Italien nicht gut läuft, was in Frankreich nicht gut läuft und in Spanien auch nicht. Deswegen die KGV ist vielleicht optisch ein bisschen hoch. Was auffällt ist, Märkte, die richtig günstig sind, sind eben China oder auch Brasilien. Und Märkte, die eher teuer sind, da gehört zum Beispiel Indien zu, die eben, weil hier ein Regierungswechsel stattgefunden hat, relativ stark nachgefragt wurden. Russland, denke ich mal, muss man hier nicht ernsthaft diskutieren, ist optisch billig und wie man mal so schön sagt, scheint es auch einen guten Grund für zu geben. Also hier sicherlich kein Kernmarkt, kein Core-Investment. China vielleicht mal ganz interessant von der aktuellen Bewertungsrelation. Ist nicht so gut gelaufen, wenn man es mal selbst gedacht hat. China, der Aktienmarkt, die fundamentale Seite sieht aber recht gut aus. Gewinnsteigerung, Dividende, alles in Ordnung. Von daher einer der Märkte, die momentan von der Bewertungschancen-Situation ganz interessant sind. Hier nochmal ganz kurz die Bewertungsmärkte, auch nochmal in anderen Darstellungsformen. Sie sehen hier links abgetragen nochmal dieses Schiller-KGV, also 10 Jahre geglättete Zeitreihen und unten Kurs-Buchwert-Verhältnis. Wie gesagt, hier geht es jetzt eigentlich nicht so darum zu gucken, ist Deutschland jetzt hier von der absoluten Höhe des KGVs irgendwie teuer oder nicht. Es geht eher so darum, ja, ich sag mal, die Länder im internationalen Vergleich mal resümieren zu lassen. Und da sieht man eben ganz schön, Russland ist ein günstiger Markt,
Italien, Frankreich, Brasilien, Spanien, an sich der Eurostoxx eben auch. Das sind also die günstigen Märkte, also in diesem Quadranten die Märkte. Dann habe ich die Märkte, die, ich sag mal, nicht Fisch, nicht Fleisch sind, die auf Basis Kurs-Buchwert-Verhältnis ein bisschen zu teuer sind vielleicht oder auf Basis Schiller-PI, aber nicht in beiden Kategorien. Dazu gehören Japan und Deutschland. Und da habe ich noch die Märkte, die wirklich richtig teuer sind, richtig hoch bewertet sind. Dazu gehören die Schweiz, USA und Indien. Und da sehen Sie eben, wie die Aktienmärkte oder die Kapitalmärkte weltweit hier ganz gut unterscheiden. Ein Wort zu Europa. Europa ist nach unserer Sicht, also wenn Sie hier schauen auf den Eurostoxx 50 oder auf den marktbreiteren Stoxx 600, das heißt mit den britischen Unternehmen, mit den Schweizer Unternehmen, das ist sicherlich so der aussichtsreichste Markt. In Europa ist es so, dass die Gewinnentwicklung bei den Eurostoxx 50 oder bei den Stoxx 600 Unternehmen nicht so gut läuft, nicht so stark läuft wie in den vergangenen Jahren. Und dementsprechend könnte man auch sagen, diese Unternehmen in den Indizes haben vielleicht noch ein bisschen Potenzial nach oben sich zu verbessern. Und dementsprechend ist das KGV vielleicht zwar ein bisschen hoch aktuell, aber wenn Sie davon ausgehen können, dass die Unternehmensgewinne in den nächsten Jahren steigen, wird auch dieses KGV günstiger. Und was eben auffällt, wenn Sie auf die Margen schauen, auf die Gewinnmarge, also die Relation vom operativen Gewinn zum Unternehmensumsatz oder vom Nettogewinn zum Unternehmensumsatz, wie wir es hier gemacht haben, leider hier auf Englisch sehe ich gerade, das heißt die Nettogewinnmarge, also der Nettogewinn zum Umsatz, der liegt eben hier für 2013, da muss man sich eben auf die letzt verfügbaren Bilanzdaten konzentrieren, der liegt eben hier noch deutlich unter dem Durchschnitt hier gestrichelt dargestellt der letzten ja, circa 10 Jahre. Das heißt, hier haben die Margen, also die Gewinnmargen bei den Unternehmen sicherlich noch Aufwärtspotenzial. Das spricht ganz klar für Europa. Wenn Sie auf andere Märkte schauen, wie die Vereinigten Staaten von Amerika hier zu sehen, kommen Sie eher zu der Aussage, dass eben dieser Markt relativ zur Historie aktuell recht hoch bewertet ist. Und auch Deutschland gehört eben zu den teuren Märkten, während, wie gesagt, die europäischen Märkte in der Währungsunion oder in der Europäischen Union noch relativ günstig sind. Und daher muss man eben sagen, wenn Sie so eine Reihenfolge erstellen wollen, würden wir eher raten, um Amerika einen Bogen zu machen, es sei denn, man ist dort schon lange Zeit investiert, dann kann man erst mal dabei bleiben. Europa sicherlich das meiste Aufwärtspotenzial, Deutschland, und da kommen wir jetzt zu, eher so eine Art Seitwärtsmarkt, den wir für 2015 erwarten. Sie sehen hier für den deutschen Aktienleitindex, für den DAX, die Bewertungsgrafik, die ich auch schon mal dabei hatte. Ich erkläre es nochmal ganz kurz, wie wir diese Grafik errechnet haben. Sie sehen hier die Relation Kurs zu Buchwertverhältnis und diese Relation lag im Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre bei 1,7. Das heißt, der Kurs lag ungefähr 70% über dem Buchwert. Und Sie sehen hier, dementsprechend haben wir dann eben diesen Durchschnitt, das ist quasi die weiße Linie zwischen den beiden blauen Segmenten, das ist der Durchschnitt. Und Sie sehen, wir notieren gerade so ziemlich genau auf diesem Durchschnitt, auf diesen 1,7 KGV-Punkten. Das heißt, der Aktienmarkt ist momentan fair bewertet, bis etwas zu teuer, wie es hier oben steht. Und Sie sehen, wenn Sie eine Standardabweichung drauf rechnen oder abziehen, kommen Sie eben in diese Segmente teuer und günstig. Wir hatten immer gesagt, der Aktienmarkt kann durchaus auch mal in diesen teuren Bereich reinlaufen, aber bitte nur, wenn die Konjunktur das auch unterstützt. 2006, 2007 war es tatsächlich so, dass die Konjunktur ein sehr hohes Momentum hatte, dann ist der Aktienmarkt auch in diesen teuren Bereich reingelaufen, das war durchaus okay. Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass die Konjunktur weltweit oder in Deutschland ja, starkes Momentum aufnimmt. Wir gehen eher davon aus, dass die deutsche Konjunktur mit 1% BIP-Wachstum sich darstellen wird 2015. Das heißt nicht besonders viel, deswegen denken wir auch hier, der DAX ist bei diesem Bereich 9700 Punkte fair bewertet. Was das Problem beim DAX ist oder beim DAX gewesen ist die letzten Jahre, ist, dass man eben gesehen hat, dass hier recht schön zu sehen, der Aktienmarkt, also der DAX, die blaue Linie, stark angestiegen ist die letzten Jahre, dass aber eben die Unternehmensgewinne nicht mit angestiegen sind im gleichen Ausmaß. Das heißt, der Aktienmarkt ist angestiegen, die Gewinne haben sich nicht mitbewegt, das heißt, der Aktienmarkt ist in der Bewertung teurer geworden, weil es nicht eben nicht hinterherkam. Das ist eine ganz klare anormale Entwicklung. Sie sehen hier, in den Jahren 2004, 2005, 2006
war es der Fall, dass der DAX, der Aktienmarkt, stark gestiegen ist und gleichzeitig eben auch die Unternehmensgewinne stark angestiegen sind. Das war ein gesunder Aufschwung. Jetzt wird man eher sagen, es ist ein ungesunder Aufschwung. Kurse steigen, ohne dass die Unternehmen mehr dazu verdienen. Letztendlich verdienen die DAX-Unternehmen ungefähr seit 3-4 Jahren plus minus ungefähr das gleiche Geld. Das heißt, hier ist wenig Momentum drin. Das liegt natürlich an den Notenbanken, die hier eben über, sag mal, die Sentiment, die Marktstimmungslinie eher Aktien begünstigen. Aber langfristig muss eigentlich jedem klar sein, wenn es fundamental aufwärts gehen soll am Aktienmarkt, müssen auch immer die Aktien, die Unternehmensgewinne mitlaufen. Das fehlt ja ein bisschen und das ist eigentlich so der Kritikpunkt, auch den wir haben gegenüber der Aktienmarktentwicklung. Das einzige Argument letztendlich, was für Aktien momentan spricht, ist eben die Notenbankpolitik und kein Mensch sollte rausgehen und sagen, ich kaufe jetzt Aktien nur weil Herr Draghi ganz viel Geld verspricht. Das ist sicherlich nicht die Herangehensweise an eine langfristige Investition, sondern hier muss natürlich mehr kommen. Wir gehen davon aus, dass die Unternehmensgewinne im kommenden Jahr leicht ansteigen werden, 2016 auch leicht ansteigen werden, aber bitte nicht ganz so stark, wie es jetzt aktuell vom Konsens, also vom Marktdurchschnitt hier in Frankfurt erwartet wird. Die Analysten in Frankfurt, wenn man alle Banken zusammennimmt, gehen davon aus, dass die DAX-Gewinne im kommenden Jahr zwischen 12% und 14% ansteigen würden. Das halten wir hier bei der DZ Bank für utopisch. Wir gehen eher davon aus, dass die DAX-Unternehmensgewinne um 4% bis 6% ansteigen werden und dementsprechend der DAX auch nicht mehr so viel Potenzial hat, sondern eben sich im Bereich von 9.500 Punkten zur Jahresmitte 2015 und 9.500 Punkten ebenfalls zum Jahresende 2015 befinden wird. Heißt das jetzt, wir gehen davon aus, dass wir 12 Monate einen Seitwärtsmarkt bekommen, sprich der DAX wird immer bei 9.5 stehen, das heißt natürlich nicht. Wir gehen vielmehr davon aus, dass nächstes Jahr deutlich volatiler, deutlich schwankungsintensiver werden wird, als noch zum Beispiel dieses Jahr. Letztendlich habe ich diese politische Unsicherheit, die zurück ist die geopolitische Unsicherheit, ausgelöst von Russland. Ich habe andere Themen wie Öl etc. Und das wird dazu führen, dass der Jahresverlauf beim DAX so zwischen 8,5, 8,8 und auf der Oberseite 10.000, 10.200 Punkte betragen wird. Das heißt, wir haben eine relativ große Handelsspanne und in der, denken wir, kann man immer wieder Chancen finden, oben halt auch mal Gewinne mitnehmen, unten was kaufen und ich denke, das wird ein relativ spannendes Jahr, weil es eben das erste Jahr sein wird, wo es nicht einfach hochgeht wie in den Jahren zuvor. Hier nochmal unsere Prognosen, wie gesagt 9,5 für den DAX, wenn Sie das vergleichen, habe ich heute in der Zeitung gelesen mit anderen Prognosen, von anderen Banken sind wir, die DZ Bank, mit Abstand das Haus, was am pessimistischsten ist für die Aktienmärkte. Durchschnitt geht hier davon aus, dass der DAX nächstes Jahr bei rund 11.000 Punkte stehen wird. Wir gehen aus von 9,5. Das heißt, Sie sehen hier, wir gehören eher zu den Skeptikern. Auf der anderen Seite, denke ich mal, gibt es ja auch ganz eine Menge von Gründen, warum man skeptisch sein sollte. Insbesondere hier nochmal dieses Thema Amerika. Ja, wo sehen wir Chancen? Ich weiß, Sie sind eher technisch orientiert, eher aufs Trading ausgelegt, schauen vielleicht nicht ganz so auf die fundamentalen Kennzahlen, aber was halt schon auffällt ist, wenn Sie schauen auf die Bewertung der einzelnen Sektoren in Europa, hier anhand von verschiedenen absoluten Kennzahlen, hier bitte ich nochmal zu entschuldigen, dass die Folien hier teilweise auf Englisch abgekürzt sind, PE, Price Earnings, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, PB, Price to Book, Kurs-Buchwert-Verhältnis, PCF, Kurs-Cashflow. Da sehen Sie eben, es gibt ein paar richtig günstige Sektoren in Europa hier zu nennen, speziell der Automobile- und Autoteile-Sektor, der sich natürlich hauptsächlich aus deutschen Unternehmen rekrutiert. Und da sehen Sie eben, die haben jetzt hier ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,0. Und das ist eine Relation, die ich normalerweise in so einem Sektor nur sehe, wenn wirklich eine schwere Rezession eingepreist wird, weil Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1 oder tiefer heißt letztendlich, dass ich den Unternehmen einen höheren Zerschlagungswert zubillige, als sie heute an Wachstumswert haben. Und daher, das sind so Sektoren, die uns relativ gut gefallen. Vielleicht mal, wenn der Markt einen Rücksetzer macht im ersten Quartal. Dazu kommt noch diese Euro-Schwäche, die dazu führt, dass eben solche Sektoren, wenn sie eben die Unternehmen viele Geschäfte im Ausland machen, eigentlich da auch ganz gut verdienen. Also wie gesagt, hier, das sind Sektoren und da gehört dieser Industriesektor, der ebenfalls hier orange umrandet ist, sicherlich auch zu
die aktuell sehr, sehr niedrig bewertet sind. Wie gesagt, ist keine Kaufempfehlung, aber so eine Hintergrundinformation vielleicht auch mal ganz interessant. Was ein Riesenthema ist für den deutschen Aktienmarkt, sind eben Dividenden. Sie werden jetzt sagen, okay, was ist jetzt so das Faszinierende an der Dividende? Es gehört halt zu einer Aktie dazu, wie ein Coupon bei einer Anleihe. Nur das Entscheidende ist, Sie sehen ja, wir gehen eigentlich per Saldo davon aus, dass das gesamtwirtschaftliche Umfeld schwach sein wird, dass vielleicht auch mal die Gewinnschätzung für die Unternehmen zu hoch sind und vielleicht nach unten revidiert werden. Wir gehen auf der anderen Seite aber nicht davon aus, dass die Lage so schlimm wird, dass irgendein DAX-Unternehmen auf die Idee kommen wird oder kommen muss, vielleicht mal im Einzelfall, aber nicht sicherlich nicht in der Breite, irgendwo die Dividendenausschüttung zu beschneiden, irgendwie zurückzunehmen. Und dementsprechend habe ich eben hier eine sehr, sehr hohe Dividendenrendite, die liegt beim DAX ungefähr, wenn ich den Kursrutsch von heute vielleicht nochmal reinnehme, oder die letzten Tage eher so bei 3%, 3,1%. Und da sehen Sie schon, das ist ja nur der Durchschnitt für die 30 Werte im DAX. Das ist schon ein sehr, sehr hoher Wert. Er liegt über dem Durchschnitt der vergangenen Jahrzehnte. Wenn Sie es seit 1973 machen, wenn wir jetzt seit 1988 nur geschaut, ist es ein überdurchschnittlicher Wert. Und das spricht eben ganz klar für solche Unternehmen. Das gibt eben eine Art Unterstützung. Und da muss man eben auch sagen, viele Qualitätsaktien sind hier sehr attraktiv momentan, was die Bewertung anbelangt und die Dividendenausschüttung. Ja, wir sagen auch, nur eine hohe Dividende ist kein Grund, irgendeine Aktie zu kaufen. Oft ist da was faul. Beispiel war hier mal Deutsche Telekom oder in den 80er Jahren war es immer Philip Morris in Amerika, die dann von Schadenersatzklagen überzogen wurden. Da muss man eben ganz klar sagen, nicht einfach auf die nackte Dividendenhöhe schauen, sondern eben auf verschiedene Faktoren. Wir schauen ganz gerne auf diese sogenannten Dividendenaristokraten, das sind Unternehmen, die nicht nur nicht jedes Jahr gezahlt haben, Dividende, sondern auch relativ oft am besten jedes Jahr angehoben haben. Das heißt, ganz klar eben auf Aktionäre fokussiert sind und hier viel Dividende zahlen. Das sind nochmal ein paar Einzelwerte, die ich hier gerade überblenden kann. Ja, das war es soweit eigentlich zu meiner Kurzeinschätzung zu den Aktienmärkten. Vom Fazit her, denke ich mal, für Sie wichtig ist, dass wir eben ganz klar sagen, wenn man auf die Aktienkurse schaut heute, ist der Hauptgrund, warum diese gestiegen sind, ganz klar eben diese ultra-expansive Geldpolitik. Wir haben nicht gesehen, dass die Aktienkurse Unterstützung durch steigende Unternehmensgewinne erfahren haben. Und das ist keine gute Sache. Wenn man aber eben schaut, wie sind Aktien bewertet gegenüber Renten, gegenüber Anleihen, gegenüber jegliche andere Assetklasse, muss man eben auch ganz klar sagen, 2015 könnte wieder ein Jahr für Aktien werden, weil eben die anderen Märkte noch so teuer sind. Wenn Sie auf die einzelnen Märkte schauen, haben wir letztendlich Sorge vor einer Korrektur des amerikanischen Aktienmarkts. Der ist eben in vielerlei Hinsicht zu teuer und zu gefährlich. Gefährlich meine ich eben hier nochmal Stichwort High Yields, hochverzinsliche Schrottanleihen etc. Das kann alles mal kommen. Aktienmarkt Europa ist nicht verhasst, ist vielleicht, sag mal, unbeliebt, kann vielleicht nochmal ein bisschen beliebter werden, hat definitiv bessere Perspektiven. Hier scheint eine letztendlich ganz vernünftige Basis gefunden zu sein. Beim DAX selbst sind wir vorsichtig, weil, wie gesagt, die DAX-Unternehmen 70% im Ausland, 70% der Umsätze im Ausland berechnen, erzielen. Und die Unternehmen im DAX leiden letztendlich überproportional vom schlechten internationalen Umfeld. Von daher hier wir auch mit 9,5 sehr pessimistisch unterwegs. Wie gesagt, Bandbreite verspricht aber eher ein volatiles Jahr. Strategien für 2015, was uns gut gefällt, ganz klar für Sie nichts Neues als Trader oder als kurzfristig orientierte Anleger, die Vola sollte man natürlich nutzen. Value-Bereich habe ich jetzt nicht großartig ausgeführt, sehen wir noch Chancen, zyklische Werte vielleicht mal anschauen und für jemanden, der länger dabei ist, Dividendenwerte, ganz klar, das ist so eine Art neue Bonds, neue Anleihen. Hier bekomme ich sehr, sehr viel für das, was ich investiere. Ja, das war es soweit von mir in Kurzform. Ich würde Sie gerade noch bitten, in der Leitung zu bleiben, damit ich nochmal kurz auf den Fragenblock schauen kann, was ich zwischenzeitlich leider nicht machen konnte, weil ich hier die Grafik sonst überdeckt hätte. Und ich schaue gerade nochmal in diesen Fragenbereich. Genau, also Christian, du wirst uns natürlich noch zur Verfügung stehen. Einige Fragen sind durchaus reingekommen, gerade am Ende noch. Also für diejenigen, die die Fragen gestellt haben, bleiben Sie jetzt einfach im Webinar noch drinnen. Wir werden uns die Fragen, wir werden uns derer jetzt gleich nochmal annehmen.
Und ja, Christian, du wirst uns zur Verfügung stehen jetzt noch, wie auch im neuen Jahr, auch nächstes Jahr, solange du das mitmachen willst, lieber Christian. Also ich merke auch an den Fragen und an den Äußerungen bisher, an den Feedbacks, die sind doch sehr positiv. Wir brauchen so einen fundamentalen Part immer neben den ganzen der Trader, den Trading-Analysen, den technischen Marktanalysen. Ist es doch immer wieder wichtig, wie ich gesagt habe am Anfang auch, immer mal das übergeordnete Bild zu sehen, zu bekommen. Und das haben wir heute in Genüge. Das ist schon sehr interessant. Gefällt mir die Kursbuchverhältnisfolie mit den zwei Standardabweichungen, die du uns gezeigt hast. Immer so eine von meinen Favoriten. Zeigt uns momentan aber auch nur nicht wirklich viel, sondern dass wir momentan mehr oder weniger fair bewertet sind. Aber das ist ja auch eine schöne und gute Aussage. Ich würde sagen, vielen Dank jetzt erstmal für hierhin den offiziellen Teil. Liebe Christian, wir möchten auch sagen, dass wir den beschließen werden. Für diejenigen nochmal, wie gesagt, die Frage gestellt haben, wir schauen uns die einzelnen Fragen an. Und da sind ja doch ein paar reingekommen. Und aber gut, das ist ja auch gut so und schön so und freut uns natürlich auch, dass Sie da rege damit beteiligt sind und auch Fragen stellen. Lieber Christian, du machst dich schon dran, nehme ich mal an die einzelnen Fragen. Ich würde uns jetzt stumm stellen, würde sagen, bis nächste Woche zu unserem letzten Webinar sehen Sie alle, die Expertengruppe, mit mir zusammen zum Thema Marktanalyse und Trading 2.0 zum Abschluss in diesem Jahr. Seien Sie dabei, mich würde sehr, sehr freuen, weil wir dann auch zum nächsten Jahr einige Neuigkeiten präsentieren werden, wie wir uns fürs nächste Jahr bei der Webinarreihe aufstellen werden, wann wir starten werden. Das wird sehr bald sein. Also keine lange Pause, die wir Ihnen hier gönnen, sondern wir werden direkt schnell wieder anfangen im neuen Jahr. Und das Konzept haben wir etwas umgestellt und Kleinigkeiten werden wir davon dann nächste Woche schon mal vorstellen und präsentieren. Bis dahin, alles Gute, eine gute Woche. Tschüss.